Heute wird gebaut und gebastelt, denn ich baue heute meinen 252 Quadrini Motor zusammen. Und ich habe hier mal ein paar Teile aufgehäuft, die ich gleich noch ein bisschen auspacken werde und ein bisschen vorstellen, was da so alles reinkommt. Alter, leg mich da mal auf diese Gummis. Zündung verbaue ich wie immer eine Polini mit verstellbarer Zündkurve. Die hat sich bisher super bewährt, ist eine tolle Qualität und hat mich bisher auch nicht im Stich gelassen. Polini-Zündung. Ich habe die hier schon zusammengebaut. Genau, so sieht sie aus. Wiegt ungefähr 1,8 Kilo mit allem zusammen. Und den Rest bauen wir später noch. Bremsbeläge Piaggio, ganz wichtig. Ich nehme da keine Drittware. Kickstarter-Ritzel. Piaggio. Weg damit. Und dann haben wir noch unseren Kupplungshebel mit zwei Gummiringen. Der backt auch schon. So. Zylinderhaube, was brauchen wir noch? Genau, die Schrauben. Antriebswelle. Wunderbar, hier mit den Kerben, in denen sich dann das Schaltkreuz abstützen kann, damit die Gänge nicht springen. Sauber gearbeitet, schönes Teil. So, was haben wir noch? Unsere Kickstarter-Feder. Na. Die Kickstarter-Segment. Kickstarter an sich. Immer wieder Spaß. So, dann. Kommt da noch eine Unterlegscheibe drunter. So, fertig. Ich habe hinten auf T5. Bremsseil umgebaut, das ist auch sehr praktisch mit der Einstellmutter. Und was ich in meinen Motor einbaue, keine Kosten gescheut, ein komplettes DRT, erster bis dritter Gang Zahnrad Kit, wenn man so möchte. Erster Gang länger, zweiter Gang länger mit 55 Zähnen. 40 Zähnen und der dritte Gang wird auch extrem lang mit 36 Zähnen. Und dazu hier gibt es einen ganz normalen vierten Gang mit 35 Zähnen, in dem Fall von BGM. Den habe ich schon in dem 244 Motor drin. Sieht sehr fein gemacht aus. Hat hier so paar unschöne Grate allerdings. Die muss man noch ein bisschen entfernen. Naja. Ja, so, das gibt unser Getriebe. Und genau, hier haben wir noch die Lager. Ich nutze für die Kupplungsseite gerne die von FBJ. Die haben auch 9 Kugeln. Dann haben wir hier noch die SKF, das ist das Antriebswellenlager und von FAG in dem Fall die Nebenwellenlager. Simmeringe haben wir ja auch.
Da habe ich welche von FKM bestellt. Vorteil für mich finde ich, die sind 1 mm höher. Und die lassen sich auch etwas einfacher einbauen. Aber dazu später. So, wichtig beim, bevor man den Simmering hier auf der Lichtmaschinenseite einbaut, ist, dass man diese Kante hier etwas entgratet mit einem bisschen, mit einem feinen Sandpapier. Ansonsten schaufelt sich hier an den Ecken der Simmering nach oben auf und dann könnt ihr den Simmering gerade wieder fortschmeißen. Also hier gerade so ein bisschen ganz leicht diese Kante etwas entschärfen. Auf der Lichtmaschinenseite kommt dieses große, auch übrigens von SKF, was man Lossi hier einpackt. Hinten steht drauf, dass es sich um ein SKF-Lager handelt. Gut, also das soll es gewesen sein zu den Lagern und Getriebezusammenbau. Hier haben wir unsere Antriebswelle, hier haben wir unsere Sicherungsringe. Da tun wir mal direkt einen drauf. Montieren. Immer schön darauf achten, dass die hier auch in der Nut richtig anliegt. Und dann haben wir sogenannte Distanzringe. Diese Distanzringe kommen hier hinten auf die Antriebswelle drauf, um die Getriebezahnräder nachher auszudistanzieren. Bei den Distanzringen gibt es verschiedene Abmessungen. Da müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier zusammenstecken. Und dann schauen wir mal, wie wir das auszudistanzieren haben. Pinasco Slave Motorgehäuse für Quadrini 252. So. So. Den Quattrini-Motor kommt nämlich nicht nur eine normale Quattrini-Welle, sondern eine King-Welle mit 62 mm Hub, um auch auf die 252 Kubikzentimeter zu kommen. Und dieses Gehäuse habe ich mir hier ausspinnen lassen, um der großen Kurbelwelle Platz zu verschaffen. Ausgespindelte Motorhälften, hier die Lichtmaschinenseite. Wunderschön und glänzend. Leider sieht man davon hinterher nichts mehr. Und auf der Kupplungsseite genau das gleiche. Sehr schön gemacht. 100 mm im Durchmesser. Und was ich jetzt noch mache, ist hier ein bisschen die Überströmer an den Zylinder angleichen und den Einlass fräsen. Und dann war es das aber auch schon. Motorgehäuse ist fertig und jetzt kommen die Lager rein, die Schwingengummis und dann bauen wir den Motor endgültig zusammen.
die Dichtfläche hier wird jetzt noch fettfrei gemacht und dann wird hier mit Dichtmasse und dem Dichtkit dieser Papierdichtung die Gehäusehälften zusammengesetzt. Die Kingwille sieht sehr, sehr schön aus hier drin, macht einen sehr soliden Eindruck. Und das DRT-Getriebe sieht da schon mal sehr sportlich aus mit seinen Aussparungen hier. Ob das was bringt, werden wir dann sehen. Thank you.